Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich habe wieder den bezaubernden It's Me, Jackie D. an meiner Seite. Und heute wollen wir über ein ziemlich cooles Thema reden. Und zwar Zubehör. Was nutzen wir alles? Was haben wir alles? Oh yeah. Was brauchen wir alles? Und genau, wir sind auch bei Apple Podcast und Spotify. Nicht, dass wir das schon wieder vergessen. Zu hören und zu finden. Ich weiß, manchmal fragt ihr in den Kommentaren, ey, wann kommen die Folgen, wann kommen die Folgen? Spotify braucht manchmal ein bisschen länger, dass die Folgen online kommen. Ich weiß das, hab Geduld, aber die kommen alle online. Keine Sorge, ich liefere euch die Folgen manchmal ein bisschen später. Manchmal braucht es ein paar Tage, aber es kommt alles online und Spotify braucht, wie gesagt, auch manchmal einen Moment, das online zu stellen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern heute soll es über Zubehör sprechen. Und jetzt habe ich dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Schön, dass du da bist. Ja, Bruder, auch schön, dass ich wieder hier sein darf. Freitag um 18 Uhr, das ist jetzt so mein Basistext eigentlich. Ich möchte nochmal ganz kurz anmerken, dass das aber sehr, sehr süß von euch ist, dass ihr natürlich auch fragt, wann kommen die Sachen auf Spotify. Das zeigt uns natürlich auch, dass euch der Podcast interessiert und dass ihr da Bock drauf habt. Insofern, Kuss geht natürlich auch an euch da draußen raus. Und jetzt habe ich tatsächlich auch Bock, über Zubehör zu sprechen, Bruder. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer so eine Sache, manche schwören auf eine Marke, manche sagen, ich spiele alles durcheinander, ist mir vollkommen egal. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du so eine Marke, wo du drauf schwörst und sagst, boah, es gibt nur das? Oder bist du flexibel unterwegs? Erzähl doch mal, wie bist du so drauf? Also ich probiere tatsächlich gern aus. Ich denke mal, das Erste, was wir heute ansprechen können, sind, glaube ich, Hüllen, oder? Das ist eine geile Sache. Ja, das ist eine gute Idee. Fangen wir mit Hüllen an. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Sache. Sehr gut. Ja. Okay, also grundsätzlich bin ich immer offen für neue Sachen. Also wenn ich mal irgendwie eine coole neue Marke sehe, wo ich denke, alles klar, ich probiere das mal aus, bin ich da grundsätzlich für offen. So entwickelt man sich natürlich auch weiter. Aber eine Marke, wo ich tatsächlich bei den Hüllen drauf schwöre, ja, weil die mir einfach von der Handhabung gefallen, von der Optik und einfach dem generellen so, ich finde die einfach richtig, richtig geil. Keine bezahlte Werbung, ne? Kann man gern ändern. Dragon Shield, ja. Also die Dragon. Da bin ich auch bei dir. Also die Dragon Shield Sleeves, ey, die liebe ich wirklich über alles. Die haben richtig, richtig geile Farben. Vor allem, ich liebe so matte Sleeves. Nicht metallenen, diese glitzernden, ne, diese lackiert so ein bisschen, so die gefallen mir halt überhaupt nicht. Ich finde es geil, wenn die so matt sind, ja, nicht glänzen, aber so eine richtig geile, schöne Farbe haben und dann auch noch so richtig geil in der Hand liegen. Und jetzt gerade habe ich mir beispielsweise auch wieder zwei Farben geholt, und zwar Lagoon und White, und habe damit meine Decks wieder eingesleeved, weil ich mache es tatsächlich auch immer so, wenn ich Hüllen habe, dann sleeve ich alle Decks und Staples quasi gleich ein, damit ich die Staples gerade switchen kann. Ich habe jetzt auch geguckt, dass ich immer so drei aktive Decks habe, wo ich dann halt immer gucke, okay, dass die so auf dem neuesten Stand sind. Aber Dragon Shield Sleeve so, da bin ich voll dabei. Also die liebe ich wirklich über alles. Ja, also ich muss sagen, meine allererste Erfahrung mit Dragon Shield Sleeves war richtig weird. Und ich habe erstmal auch Abstand genommen von Dragon Shield. Das ist schon ziemlich lange her. Aber meine allererste Erfahrung war, ich habe Dragon Shield Sleeves neu gekauft. Und diese Sleeves habe ich aus der Packung rausgenommen. Und die waren quasi wie benutzt. Die haben so geklebt, die waren so stumpf. Und die Kanten waren so dermaßen schlecht verarbeitet. Also Es waren quasi wie benutzte Sleeves, die schon irgendwie drei Turniere gespielt haben. Also alles, was du eigentlich von Hüllen nicht haben möchtest. Genau. Und es waren nagelneue Dragon Shield Sleeves. Und dann dachte ich so, Alter, warum schwören denn alle auf die Marke? Also das ist ja der größte Scam überhaupt. Das ist ja Todesscheiße. Also das ist ja super schlimm. Wo hattest du die damals gekauft? Über Market. Über Market, okay. Über Cardmarket. War das ein privater Händler oder ein gewerblicher? Oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Okay. Das ist schon super lange her. Okay, nicht, dass sich da wirklich einer gescammt hat und die quasi gereseelt hat. Die waren ja neu eingepackt. Die,
Ja, ja gut, das kann natürlich... Ja, da ist ja kein Symbol oder so drauf, also es kann... Ja, ja gut, das kann natürlich auch sein, dass ich da jemanden erwischt habe, der mir da greasierte... Also das kann ich jetzt nicht verifizieren, das kann natürlich auch sein. Nein, alles gut, das, alles gut. Das könnte es natürlich erklären. genau, auf jeden Fall, das war wahnsinnig schlecht. Und ja, verständlich, seitdem Alter. Da habe ich halt... Abstand von der Marke genommen, weil ich mir dachte so, Alter, warum feiert ihr dieses Produkt so? Seid ihr, sag mal, es könnt ihr doch nicht ernst meinen, das ist der größte Schmutz überhaupt. Genau, und einige Jahre später habe ich per Zufall tatsächlich über einen Kumpel Dragon Shield Sleeves gekauft. Der hat sie nämlich relativ günstig gekauft, beziehungsweise ich konnte sie relativ günstig bei ihm kaufen, nämlich 4 Euro pro Packung. Mhm. Und da habe ich zugeschlagen. Ich brauchte neue Sleeves und eigentlich wollte ich keine Dragon Shield Sleeves kaufen, aber es war nur vor dem Turnier so der letzte Ausweg. Geil. Und ich war zu geizig, 10 Euro für die Packung auszugeben. Und dachte ich mir so, ja, dann okay, dann mache ich das jetzt, 4 Euro. Ich meine, kann man mal machen, ist okay. Und der hatte auch geile Farben da und da habe ich gesagt, ja komm, mach ich mal. Und seitdem bin ich auch Riesenfan von Dragon Shield, ja. Weil da habe ich jetzt mal gemerkt, ey, die Höhlen sind ja gar nicht so blöd, die sind ja ganz geil. Die sind ja gar nicht immer benutzt, das ist ja krass, Alter. Da sind ja teilweise neun. Sorry, so richtig. So richtig so, boah, Imagine. Geil. Es gibt gute Sleeves. Alter, Imagine, die sind noch gar nicht bespielt, hä? Ja, es war weird. Und seitdem bin ich auch ein riesen Dragon Shield Fan und ich bin ein großer Cortex Sleeve Fan inzwischen und habe zu Hause auch hier ein richtiges Sleeves Lager. Also, wenn du in so ein Geschäft kommst, sind da ja immer so Boxen mit Sleeves und so und Dragon Shields und normale. Ja. Und genau das habe ich auch hier. Also, ich habe bei mir eine Schublade nur mit OVP Sleeves. Dass ich immer genug Sleeves habe. Geil. Das ist halt wie im Geschäft quasi. Und ich kaufe die regelmäßig auch nach und so. Mhm. Und habe quasi wie im Geschäft quasi meine OVP-Sleeves hier. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen geil irgendwie. Ich finde es halt richtig geil. Also wie gesagt, bei den Dragon Shields so, es gibt halt absolut crazy Farben. Also wirklich wunderschöne Farben. Du hast 5 unterschiedliche Blautöne und sowas. Und was auch richtig geil ist, gerade für mich jetzt auch als Pokémon-Sammler und Yu-Gi-Oh!-Spieler, es gibt sowohl Japanese Size als auch die Classic Size. Das heißt, ihr habt auch für beide TCGs und noch für andere TCGs wie One Piece und sowas, habt ihr einfach die passende Hüllengröße, was halt mega geil ist. Und bei beiden Größen einfach eine enorme Auswahl. Also das finde ich tatsächlich ziemlich das nice. Ja. Und die Dragon Shield Classic Clean Hüllen so, das sind die, wie ich zum Sammeln benutze. Die sind so geil, weil die Karten drin halt bombastisch aussehen. Und die sind halt auch so ein bisschen fester. Das mag ich ganz arg. Die habe ich auch, die mag ich auch sehr gerne. Und natürlich die Dragon Shield Oversleeves. Ich glaube, das sind die Oversleeves, die für fast alles genommen wird. Also ich kenne ganz wenige, die andere benutzen. Weil das irgendwie, es gibt natürlich noch andere Hersteller und andere Oversleeves-Marken. Ne? Das will ich jetzt damit irgendwie nicht irgendwie kleinreden oder so. Aber die Dragon Shield Oversleeves sind, glaube ich, die meistgenommenen Oversleeves. Ja. Und die sind halt echt super. Also die nutze ich auch selber und die sind ziemlich geil. Das macht schon sehr viel Spaß. Nee, Dragon Shield hat da einen echt geilen Job gemacht. Und was du gesagt hast, die Farbauswahl, also ich glaube, ich kenne keinen Hersteller, der so viele Farben hat und auch so viele coole Farben wie Dragon Shield. Oh, vor allem, also, was auch noch geil ist, die Art Sleeves, die sind auch die Art Sleeves, cool. Einmal das. Ich mag jetzt die Art Sleeves nicht so, weil ich lieber so diese klassischen einfach eine Farbe, weil mir das dann schon wieder zu viel ist mit den Art Sleeves. Aber da steht ja quasi auch auf jeder Packung Sleeves für jeden Drachen, ne? Dragon Shield sind Drachen drauf. Da bin ich eh gleich prinzipiell Fan von. Stehen ja Geschichten für die Drachen drauf. Also die geben sich sogar noch die Mühe, nicht nur die Farben zu entwickeln, sondern für jede Farbe nochmal einen Drachen zu entwickeln, der diese Farbe repräsentiert und geben diesem Drachen dann noch eine Geschichte. Also wie episch ist das denn? Ja, die machen das schon viel richtig. Ja. Die machen das schon viel richtig. Und die Liebe fürs Detail. Also, ja, die Dragon Shield Sleeves, also sind immer ein bisschen teurer so. Ja. Und es tut und die zu kaufen tut manchmal immer ein bisschen weh, weil du denkst so manchmal immer ja.
ich habe gerade so viel Geld ausgegeben, nur für Sleeves. Das ist, aber ich sag mal so, die Langlebigkeit von den Dragon Shield Sleeves sind wirklich gut. Die ist existent, das, ja. Das gefällt mir und auch das Mischverhalten. Also ihr kennt es ja, wenn ihr Decks mischt oder so, dann fühlt es sich ja mega geil an, ne? Dieses glitchige, cleane und es ist einfach cool. Neu eingesleevte Decks sind einfach geil. Ja. Yeah. Und dieses Gefühl hat Dragon Shield ziemlich, ziemlich lange. Und das finde ich sehr geil. Das ist richtig. Das mag ich sehr gerne. Das ist also, richtig. Also, das mag ich doch. Doch, das ist schon ganz cool. Ich mache das auch alle paar Monate so, dass ich tatsächlich dann da sitze und die Decks so neu einsleeve. Und es ist immer so ein geiles Gefühl, weil ich höre dann Musik, weißt, nebenbei vielleicht noch so ein bisschen Master Duel laufen lassen und dann schön die neuen Karten einsleeven, dann immer so ein bisschen Testhände ziehen. Das ist für mich auch schon so eine Art Ritual geworden. Das ist einfach so geil. Also wie gesagt, das macht echt unglaublich Spaß. Also wie gesagt, bei den Sleeves so ist Dragon Shield eigentlich so meine Number One. Aber ich bin natürlich auch immer mal wieder gewillt, neue Sachen auszuprobieren. Aber bisher war ich am überzeugtesten von den Sleeves einfach. Kennst du die Cortex-Sleeves? Nee, ich glaube nicht. Also ich kenne sie, ich habe sie auch schon in Läden gesehen. Selber gekauft habe ich sie mir aber noch nicht. Okay, die nutze ich tatsächlich auch. Mhm. Die sind ziemlich cool. Also die mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Sie sind anders als die Dragon Shields. Ich finde, sie kommen aber relativ nah an die Dragon Shields dran und sind wesentlich preisgünstiger. Mhm. Und das mag ich sehr gerne. Und gerade weil ich ja mit Inner Sleeves spiele, mag ich sie sehr gerne, weil die Kombination Inner Sleeves und Dragon Shield ist sehr, Inner Sleeves und Cortex Sleeves ist sehr, sehr cool, weil die Inner, die Dragon Shields liegen ja super, super tight dran an den Karten. Ja, das ist. Und die Cortex Sleeves, genau, und die Cortex Sleeves haben, ich glaube, einen Millimeter mehr Platz und gerade wenn du mit Inner Sleeves spielst oder so, hast du nicht immer die. Also musst du nicht immer so die krasse, dolle Mega-Angst haben, wenn du irgendwie mal falsch mischst oder so, dass da irgendwie Beschädigungen oder so drankommen. Habe ich bei Dragon Shield auch nicht, die Angst oder so, so ist es nicht. Aber es fühlt sich nochmal ein bisschen anders an beim Mischen sozusagen, wenn du mit Inner Sleeves spielst. Deswegen, also die Mischung aus Inner Sleeves und den Cortex Sleeve mag ich sehr, sehr gerne. Ich spiele aber auch gerade, also mein Snake Eye Deck beispielsweise, spiele ich gerade mit Inner Sleeves und Dragon Shield. Einfach weil Dragon Shield nochmal ein bisschen stabiler ist, ein bisschen wertiger ist. Und gerade wenn ich so teure Decks spiele, möchte ich eher die teuren, das hochwertigere Produkt kaufen und auch benutzen. Das ist Dragon Shield. Dragon Shield ist das hochwertigere Produkt. Aber ich sag mal so, für so andere Decks oder so nutze ich eigentlich fast nur noch die Cortex Sleeves. Wie gesagt, die kommen sehr, sehr nah dran an die Dragon Shields und ich mag die sehr, sehr gerne. Und oftmals findest du die auch für 2,99 oder 3,99. Und da ist Preis-Leistung absolut top, top, top. Also die sind wirklich toll. Yeah. Also kann man wirklich empfehlen. Gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Habe ich hier auch, ich glaube, ich habe immer noch 8, 9 Packungen hier rumfliegen, OVP, dass ich immer ein paar auf Vorrat habe, weil ich finde die wirklich gut. Ich mag die sehr gerne. Es ist ja auch immer schön, eine günstigere Alternative zu haben. Weil wie gesagt, also am Markt sind die Dragon Shield wirklich teuer. Also ich finde, es lohnt sich, ja. Wenn du jetzt aber deine 50 Decks hast, die du einsleeven möchtest, ist Dragon Shield, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt meine 3, 4, 5 Decks mal einsleeven möchte, ist Dragon Shield irgendwie auch noch machbar. Aber allein, wenn ich an meinen Staple-Ordner denke, okay, ne, brauche ich allein schon 3, 4 Packungen allein für die Staples. Das kann auf Dauer dann schon teuer werden. Ja, also ich mache es immer so, dass ich mein aktuelles Turnierdeck mit Dragon Shield Sleeves spiele und alle anderen immer mit Cortex Sleeves. Das ist eigentlich immer ganz cool. Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote und dann können wir die Folge, glaube ich, auch schon aufhören. Und zwar benutze ich, wie gesagt, Dragon Shield eigentlich für alle Decks. Und das genieße ich auch so ein bisschen, weil gerade in den Deck-Profiles, jetzt auch mit der neuen Kamera und jetzt dem passenden ISO-Wert, wenn du dann noch mal schöne Hüllen hast, weil ich habe jetzt beispielsweise bei mir, das sage ich auch gleich noch mal im Video bei mir, weil mir das tatsächlich wichtig ist und ich da ein bisschen was einblenden möchte und es noch mal highlighten möchte, mit den weißen Sleeves jetzt beispielsweise, dann habe ich noch so ein paar Oversleeves mit einem schönen Manadium-Muster und dann noch den blauen Sleeves und das dann nochmal im Deck-Profile hast du nochmal so einen schönen optischen
Faktor, der einfach das Video meiner Meinung nach nochmal ein bisschen hochwertiger macht. Und generell auch jetzt, wenn du kein YouTube-Video machst, wenn du daheim sitzt und dann playtestest oder sowas, dann packst du deine Matte aus, legst die Karten drauf und denkst dir, holy shit, sieht das nice aus. Das ist schon ein geiles Gefühl. Und wie gesagt, für mich hat es jetzt nochmal den doppelten Effekt, so ich fühle mich geiler, wenn ich die Karten dann hab, so, weil, oh, voll cool, voll das schöne Deck, ne, wenn du dann noch Ice Barrier hast mit so schönen Artworks und dann sind noch die Hüllen so schön, und wenn ich es dann als Video-Creator nochmal so geil nutzen kann, dass es halt für euch auch nochmal schöner aussieht, ist es ja nochmal bombastischer. Ja. Ja, dann lass uns doch gleich mal bei dir über, jetzt haben wir gerade schon über Sleeves geredet, dann lass uns doch gleich mal über Spielmatten, Würfel, Deckboxen so reden. Bei mir machen wir das doch. Den kompletten Rest, alles klar. Genau, dann reden wir jetzt gleich über Sleeves haben wir gerade schon. Genau, dann reden wir gleich über Spielmatten, Deckboxen, Würfel und vielleicht auch Stifte und Papier. Vielleicht mal gucken, was noch so kommt. Ich benutze Schnabilo. Okay. Dann würde ich sagen, switchen wir mal schnell rüber zu Jackie auf den Kanal. Link und alles ist, ne, ihr kennt das unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise auch im Titel. Und dann switchen wir jetzt gleich rüber und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite wieder. Bis dann. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.